Wir schreiben das Jahr 2012. Österreichisch-russische Kreativität mündet in die Show Cybergold. Ja, leichte Nervosität braucht sie sicherlich schon zu spüren, aber dann gewisse Anspannung, die ist aber immer gesund auch und wirklich auch im kreativen Prozess auch wirklich auf dem Punkt zu arbeiten. Ja, grundlegend ist es ein großes Spektakel hier mit den besten Friseuren zusammenzuarbeiten und auch gemeinsam Garderobe auch zu rechts und links zu schauen. Friseurweltmeister Mario Krankl lebt seine Ideen und die gefielen auch Toni Rizzo, dem Gründer der Alternative Hair Show. I started it, but it takes a lot of people to put it together. But most important, there's no show without great artists. And of course, we have had lots of support from all over the world, especially from Austria. We were some fantastic artists from Austria. Mario was one of them, as you know. And one of the things that we like at the Alternative Hair Show, there's choice. Alternative Hair means choice. So we have choice of so many different artists and different ideas of hair, couture, prêt-à-porter, avant-garde. And the audience get to see a cross-section of beautiful designs, but very well put together with a theme. And the theme this year is legends. And of course, there's so many legends, but they're legends because they come to show. Und so lud der Mario Krankl ein, sich unter die 20 weltbesten Friseure und ihre Legendenshows einzureihen. Auf diesen Traum haben wir uns jetzt ein, kann man sagen, Dreivierteljahr vorbereitet. Und das für 3 Minuten Show. Die wollte gleich einmal geprobt werden. Vorerst noch ohne Frisuren. Und danach ging es in den Endspurt. Die Frisurentürme wurden befestigt, eine Herausforderung für alle Beteiligten, vor allem auch für die Models. No, because I cannot do everything at the same time, sorry. War da etwa ein Anflug von Hektik zu spüren? Da wurde noch last minute geschraubt und gebastelt, während sich die Royal Albert Hall füllte. Und Marios Part dann eine halbe Stunde später der verdiente Erfolg wurde.